Geisteswissenschaft im Dialog. Das klingt fast ein wenig altbacken, aber meine sehr verehrten Damen und Herren und ganz besonders natürlich lieber Herr Rosenbach, Geschäftsführer der Max-Weber-Stiftung, und lieber Herr Schadewald, Generalsekretär der Akademienunion. Sie werden merken, das ist überhaupt nicht altbacken. Schon deswegen, Sie sehen das ja, weil es im Trialog ist. Geisteswissenschaft im Trialog. Und wenn Sie den Titel angucken, fragen Sie sich, hat da jemand sehr artifiziell formuliert, Zukunft gestern und heute, eigentlich geht es ja um die Zukunft der Zukunft. Also lassen Sie sich überraschen, es wird ohne Zweifel interessanter, als die Titel vermuten lassen. Zeitenwende. Sie werden alle wissen, dass Zeitenwende ein vom Bundeskanzler im Jahre 2022 zur Beschreibung der Zeitläufe verwendetes Stichwort gewesen ist und dass dieses Stichwort Zeitenwende ja etwas über Veränderung von Zukunft sagt, über Veränderung des Verhältnisses von Gegenwart und Zukunft. Ich will mich nicht in die Debatte einmischen, ob die Zeitenwende 2022 gekommen ist oder ob sie schon 2014 gekommen ist, ob sie vielleicht doch schon deutlich früher war, sondern Sie eher darauf aufmerksam machen, dass es, wenn man auch darüber diskutieren kann, ob es Zeitenwende 2022 gibt, in jedem Fall Zeitenbewusstseinswende gegeben hat. Und auf den Unterschied von Zeit und Zeitbewusstsein ihren Blick lenken. Zeitbewusstsein ist radikal subjektiv und wird erst in der Kollektivität von Subjekten zu einem Gruppenphänomen. Sie werden hoffentlich diesen Abend kurzweilig finden. Die Zeit ist schneller vergangen, werden Sie hoffentlich am Ende feststellen, als die Zeit, wenn sie zerdehnt ist und Sie verzweifelt auf das Eintreffen eines Bahnzuges warten oder auf die Auflösung eines Staus in Berlin oder was auch immer. Beschleunigte Zeit, zerdehnte Zeit ist eine Frage des Zeitbewusstseins. Das ist natürlich äußerliche Anlässe gibt. Der Intercity fährt schneller oder langsamer. Das Zeitbewusstsein beschleunigt oder weniger beschleunigt zu erleben, das mag wohl sein. Aber 2022 ist eine Zeitbewusstseinswende, weil das Bewusstsein von größeren Menschenmengen über die Zeit läufte und über die Zukunft sich geändert hat. Wir werden heute darüber nachfragen, wie das Zeitbewusstsein und das, was ich Zeitläufe genannt habe, miteinander in Beziehung gesetzt sind. Denn ohne Zweifel ist das keine einlinige Beziehung. Nicht sofort führt eine Veränderung der Zeitläufe zu einer Veränderung des Zeitbewusstseins und nicht immer entspricht das Zeitbewusstsein den Zeitläuften. Die Menschen, die sich auf Straßen festkleben, um zum Klima zu protestieren, sind der Auffassung, dass das Zeitbewusstsein mindestens einzelner Kreise der Politik nicht den Zeitläuften entspricht. Und umgekehrt hat man immer wieder den Eindruck, dass man es mit Äußerungen von Zeitbewusstsein zu tun hat, die seltsam statisch und unbewegt durch die Veränderung der Zeitläufe sind. Ich war vorhin in der Verleihungszeremonie der Meyer-Leibniz-Preise der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die fanden in einem Eventzentrum statt, das den Namen Silent Green trägt. Und das Eventzentrum Silent Green befindet sich im ehemaligen Krematorium Berlin-Wedding.
Und zur Einleitung sagte eine der Personen, die dort einleiteten, früher hat man in diesem Krematorium des Todes gedacht und zurückgeblickt. Heute feiert man das Leben und schaut in die Zukunft. Ganz abgesehen von der Frage, ob das eine glückliche Beschreibung eines Eventes in einem ehemaligen Krematorium ist, das immer noch von einem Friedhof umgeben ist. Deutlich ist jedenfalls, dass darin eine Statik ausgedrückt wird, des Verhältnisses von Vergangenheit und Zukunft, von Tod und Leben, die, wie soll ich das sagen, jedenfalls zu den Umwälzungen der Zeitläufe und des Zeitbewusstseins in einem merkwürdigen Spannungsverhältnis steht. Nicht alle, die zur selben Zeit leben, sind Zeitgenossen. Jedenfalls Zeitgenossen der Zeitbewusstseinserfahrungen, die einen größeren Teil oder bestimmte gesellschaftliche Gruppen verbinden. Wir wollen nach dem Verhältnis von statischer Zeitwahrnehmung und veränderter, bewegter Zeitwahrnehmung fragen und dies jeweils heute am Thema Zukunft explizieren. Wenn Sie den Untertitel anschauen, der hier gar nicht steht und in dem die Worte Fortschritt und Apokalyptik vorkamen, dann fühle ich mich, der ich von meiner Ausbildung Historiker und Theologe bin, natürlich an die auffällige Beobachtung der Konjunktur und eben der Diskonjunktur von religiösen Zeitbeschreibungen erinnert. Wir leben in apokalyptischen Zeiten. Wenn ich das höre, und man wird sicher sagen können, dass man das seit dem Jahr 2022 wieder häufiger hört und liest, wir leben in apokalyptischen Zeiten, dann überrascht mich das, verwundert mich das auch etwas, weil es ja kein zeitdiagnostisches, kein die Zeit präzise wirtschaftlich, ökonomisch, juristisch, historisch beschreibendes Modell der Zeitdiagnostik ist, sondern die Rede von der Apokalyptik, ein überaus klassisches, aus dem persischen Raum stammendes, in den jüdisch-hellenistisch, jüdisch-aramäischen, christlichen, mittelalterlichen Raum. Jetzt rede ich nicht weiter, das kann am besten einer derer, die gleich auf dem Podium sitzen, werden tun. Aber das Interessante ist, wie bestimmte veränderte klassische Beschreibungsmodelle, die eigentlich gar nicht in die säkularisierte Welt der späten Neuzeit passen, die Rede vom Gericht, die Rede von der Apokalyptik, die merkwürdig visionäre Form, denken Sie daran, dass der Marxismus ein gutes Stück Formen der religiösen Zukunfts- und Paradieseserwartungen in säkularisierter Gestalt, verbunden mit einer heiligen Schrift, dem Kapital, wieder auf die Bühne gebracht hat. Also die Wiederkehr von religiösen Zukunftsbeschreibungen, von optimistischen, von pessimistischen, in Zeiten, in denen man sie gar nicht erwartet. Das kann auch ein Thema sein, über das wir uns heute Abend unterhalten können. Und die Frage, ob wir so hilflos vor der Zukunft stehen, dass wir zu ganz und gar traditionellen Beschreibungsmodellen greifen müssen, die dann im Ernstfall doch gar nicht wirklich passen oder bei denen man jedenfalls merkt, dass sie nicht den Grad an Beschreibungsschärfe, an Analysetiefe haben, die wir eigentlich für die Beschreibung der Zeitläufe erwarten. Ich werde nicht vergessen, wie ich am 3. Oktober, genau gesagt in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1990 die Linden entlang ging. Ich ging die Linden in der Richtung, die Sie vielleicht nicht erwartet haben, zum Staatsratsgebäude der ehemaligen DDR. Das Staatsratsgebäude ist heute eine Business School, die Europäische Hochschule für Management und Technologie, und sah
wie um Mitternacht von diesem Staatsratsgebäude die Dienstflagge des DDR-Staatsrates eingeholt wurde, die interessanterweise noch Hammer und Sichel trug und die Bundesdienstfahne mit dem Adler aufgezogen wurde. Und dann ging ich die Straße unter den Linden lang und stellte begeistert fest, keinerlei Militärparaden, keinerlei nationalistische Demonstration, sondern die Regionalität der Bundesrepublik war erlebbar. Leute aßen Thüringer Rostbratwürste und Hering aus der Nordsee und es handelte sich um ein großes Volksfest. Und dann am nächsten Tag in der Philharmonie versuchten die Politikerinnen und Politiker die Nationalhymne zu singen, die sie offenbar nicht besonders gut kannten. Es war unendlich schief und in dem Schiefen ein Beispiel eines keineswegs nationalistischen, Europa zugewandten Staates. Große Zukunftsoptimismus erfasste mich. Und ich dachte, eine schreckliche Epoche der Geschichte des 20. Jahrhunderts ist definitiv überwunden. Und erst eine Fahrt zu einem Gastvortrag in Kroatien hat mich wieder daran erinnert, dass ich schon viel früher als 2014 oder 2022, das als eine naive Zukunftshoffnung hätte identifizieren können. Denken Sie an die Auseinandersetzungen des Jugoslawienkrieges und die Frage, dass keineswegs 1990 das große europäische Friedensreich ausgebrochen ist. Gleichzeitig aber, und das ist mir auch sehr wichtig, noch einmal zu sagen, einer meiner Münchner Kollegen hat für die Gegenwartserfahrung und ihre Zukunftserfahrung, wir sprechen ja inzwischen gern von Zukunft im Plural, von den Zukünften, das schöne Wort vielspältig verwendet. Vielspältig. Ich bin vor einiger Zeit, die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften finanziert in Lviv, Lwów, Lemberg, ein Hospital und dem Hospital Operationssäle und einzelne medizinische Instrumente. Ich bin nach Lemberg geflogen und habe tief beeindruckt festgestellt, dass man sich nicht nur in einem Kriegsgebiet befindet, in dem immer wieder russische Raketen einschlagen, sondern dass man sich an einem Ort eines beeindruckenden Aussöhnungsgeschehens zwischen Polen und der Ukraine befindet. Es gibt dort einen großen Friedhof, auf dem die studentischen Kämpfer, die 1918 auf polnischer und ukrainischer Seite um diese Stadt gekämpft haben, bestattet sind. Und das polnische und ukrainische Kultusministerium rekonstruiert gemeinsam diesen Friedhof. Man entwickelt ein gemeinsames Narrativ der Erinnerung und fühlt sich als Teil. Ich sagte irgendwann dort mal, hier in Osteuropa, und wurde sehr ausgeschimpft. Und die sagten, Osteuropa liegt in Sibirien, wir sind Zentraleuropa, ihr liegt schon ziemlich weit im Westen. Also Zukünfte vielspältig, nicht in der naiven Vision der 90er Jahre, aber auch nicht in der radikalen, jetzt sage ich den Terminus doch einmal, apokalyptischen Verfinsterung der Jahre 22 fortfolgende, der Multikrisen, sondern auch die Hoffnungszeichen. Was ist eigentlich Zukunft? Wie war Zukunft? Wie wurde Zukunft? Wie wird Zukunft sein? Sie sind nicht gekommen, um meine Begrüßung zu hören, sondern Geisteswissenschaft im Dialog. Im Augenblick ist es nur ein Monolog. Und damit es zu einem Trialog wird, bitte ich unsere Gäste aufs Podium. Suchen Sie sich einen Platz und wir geraten ins Gespräch. Seien Sie alle ganz herzlich willkommen. Nach unserem Gespräch gibt's was zu essen und zu trinken. Wollen Sie mich in die Mitte? Genau. Und dann gehe ich hier hin. Ich habe das schon angekündigt und so gehört sich das ja auch für einen Trialog, zwei ganz unterschiedliche Fachgebiete hier. Und ich beginne, Frau Bartels, mit Ihnen. Wer die Social Media verfolgt, kann sie auch verfolgen. Da heißen Sie allerdings nicht Charlotte Bartels, sondern, glaube ich, Charlie Bartels.
so ein bisschen muss man die Existenz in den Social Media auch distanzieren. Sie gehören in dieses Haus, weil Sie Mitglied der Jungen Akademie, der Berlin-Brandenburgischen Akademie und der Leopoldina sind, die, wie ich immer gern sage, von einem Alternsforscher gegründet wurde, der die hübsche Idee hatte, es lohnt sich nicht nur das Alter zu erforschen, sondern auch die künftigen Forscherinnen und Forscher, die dann mal die Welt prägen werden, in jungen Jahren, in Early-Career-Stufen zu versammeln. Sie sind im Augenblick am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und haben eine längere Karriere, die ich jetzt nicht ausführlich erzählen will, sondern nur sagen will, wenn man sich damit beschäftigt, worüber Sie arbeiten, arbeiten Sie über Ungleichheiten. Und ich habe nicht ganz umsonst über den Marx geredet, weil Sie, das ist ja ganz interessant, wenn man zu Zeiten, wie ich studiert habe, war das eher was fürs Museum. Und sowohl in der Philosophie wie in Ihrer Theorie wird wieder darüber geredet, hat der Sachen richtig beschrieben. Und vielleicht ist das auch eine Sache, über die wir heute mal reden können, an welchen Stellen, der hat ja auch über Zukunft nachgedacht, Sie das, Sie haben, glaube ich, einen Titel mal vorgelegt, da steht, er hatte partiell recht. Und das würde, glaube ich, viele hier interessieren. Herr Oschema ist von deutlich weiter gekommen. Sie sind beurlaubter Professor der Ruhr-Universität Bochum. Sie sind Leiter des wunderbaren Deutschen Historischen Instituts in Paris, das zu der Max-Weber-Stiftung gehört, die uns heute zusammen mit der Akademienunion ein Gastgeber dieser Reihe ist. Und wenn man so nachguckt, was Sie veröffentlicht haben, hat man den Eindruck, Sie müssten eigentlich alle einen Beitrag von Ihnen lesen. Es gibt, wie ich voller Freude festgestellt habe, von dem Konstanzer Mittelalter-Arbeitskreis inzwischen die Beiträge Open Access. Man muss nicht mehr die teuren Thorbecke-Bände kaufen. Und da gibt es, doch, man muss damit. Sie sind gar nicht teuer. Gut, ich habe sie bisher immer nur antiquarisch gekauft. Und da gibt es einen fast monographischen Aufsatz in einem Band über Zukunft von Ihnen, die Zukunft des Mittelalters, Befunde, Probleme, und dann wird es spannend, und astrologische Einblicke. Also wir können uns heute ein bisschen über die Frage von Zukünften unterhalten, offiziellen Zukünften und Alltagszukünften von Menschen. Damit aber nicht nur den Eindruck, ich hinterlasse, Sie hätten sich nur mit Zukünften beschäftigt, muss man sagen, Sie haben sich auch mit Ritualen beschäftigt, mit Gästen beschäftigt und sind, wenn ich habe das ja hier auch ein bisschen gesagt, kommen aus einer mir sehr nahen und wohlvertrauten Heidelberger Mittelalterschule, die auch viel über Apokalyptik gearbeitet hat. So, jetzt aber, man kann das ja immer nachlesen, was ich hier als Vorstellung bemüht zusammenfasse, weil alle entsprechende Homepages haben. Und ich finde immer, die schönste Vorstellung ist Selbstvorstellung. Und deswegen finde ich, wir fangen mal mit der Frage an, Zukunft im Singular oder im Plural. Und so ein bisschen der Frage, die unterschiedlichen Zukunftsvorstellungen. Und Herr Oschema, ich würde schon gern bei Ihnen beginnen. Man hat doch den Eindruck, im Mittelalter gibt es klar normierte Zukunftsbilder. Also die Kirche, Sie haben auf die Fegefeuervorstellung und so hingewiesen, die Kirche hat doch für mich klare Bilder für die Zukunft, die auch an die Wände gemalt sind, die in den Texten ausgedrückt sind, die an den Portalen angeschlagen sind. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, meine Schwester vergewaltigen würde, wäre es Feierabend und ich würde vermutlich in der Hölle landen. Wenn ich ein Kloster stifte, und so weiter und so fort. Also wie verhält sich diese offizielle, kirchlich vermittelte Zukunftsvorstellung zu den Zukunftsvorstellungen, die sich die Menschen so machen? Das ist natürlich eine ganz verheerende Frage, die ich stelle. Das tut mir leid. Weil man natürlich beginnen muss,
eigentlich mit einer Position, gegen die ich versucht habe, in diesem kleinen Aufsatz, den Sie erwähnt haben, anzuschreiben. Mein Bochumer Kollege Lucian Hölscher hat vor etwas, ja, gut über 20 Jahren ein Band publiziert über die Entdeckung der Zukunft in der Neuzeit. Und seine Grundthese besteht darin, und er stellt auch explizit eigentlich die Frage, kannten die Menschen des Mittelalters überhaupt eine Zukunft, die sich jenseits dieser extremen Fernperspektive des Apokalyptischen abspielte? Und als guter Neuzeithistoriker, der ja ein möglichst finsteres Mittelalter benötigt, um die Moderne umso strahlender hervorheben zu können, unterstrich er, dass die Zukunftsvorstellung des Mittelalters entweder im unmittelbaren Morgen sich ergingen, also das ständig wiederkehrende, vielleicht auch im Jahresrhythmus wiederkehrende, und auf der anderen Seite eben diese, magisch wäre das falsche Wort, diese magnetische Fernperspektive der Jenseitsorientierung alles bestimmt. Und die Frage, die mich interessiert, ist, genauer hinzuschauen und zu schauen, ob es eine Zukunft mittlerer Reichweite gibt. Und ich glaube, man kann das durchaus positiv beantworten, diese Frage. Und deswegen eben der Schritt zur Astrologie, mit der ich mich in ganz anderen Zusammenhängen in meiner Habilitationsschrift einst begonnen habe zu beschäftigen, weil astrologische Texte genau das ja entwickeln, nämlich innerweltliche Zukunftsentwürfe, die jenseits des Apokalyptischen angelegt sind. Gleichzeitig will ich auch unterstreichen, ich meine, das Apokalyptische ist natürlich einerseits in aller Munde, dominiert andererseits auch viele Arbeiten. In Heidelberg gibt es eine Käthe Hamburger Kolleg zum Postapokalyptischen seit einigen Jahren, was an sich wie ein Widerspruch aussehen mag. Als Mittelalterhistoriker kann man aber auf einzelne Textzeugnisse auch des 15. Jahrhunderts etwa verweisen. Es gibt eine schöne Handschrift, eine Kopie davon, oder eine verwandte Handschrift liegt in Wolfenbüttel, eine schöne Handschrift, die in der Huntington Library in San Marino in Kalifornien liegt, die die Welt nach den Geschehnissen des jüngsten Gerichts zeichnet. Wie geht es eigentlich weiter, wenn der jüngste Tag gekommen ist? Ist die Welt dann weg oder Ähnliches? Auch das sind Phänomene, über die man sich Gedanken macht. Und solche Zeugnisse aufzufinden und herauszuarbeiten für das Mittelalter, das liegt mir sehr am Herzen. Ich wollte Sie noch mal fragen, es gibt ja diesen berühmten apokryphen Luthersatz: Wenn ich wüsste, dass die Welt morgen untergehen würde, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Da soll ja irgendwie so eine tapfere Alltagsgewissheit des Individuums für die Zukunft gegen die Zeitläufte und die kirchlichen Zukunftsprognosen aufgestellt werden. Ist das Bild sinnvoll oder ist das zu einfach, wenn man sagt, da gibt es die großen Narrative und dann, weiß ich nicht, den Florentiner Bankkaufmann, der sagt, ist mir doch alles völlig egal, Hauptsache ich kriege mein Bankhaus ordentlich auf Vordermann. Ja, also grundsätzlich, was den apokryphen Luther angeht, sind Sie natürlich viel besser qualifiziert, das zu beurteilen. Ich bin kein Theologe. Aber mir scheint schon, dass es weniger eigentlich um die Zukunft dann geht, sondern eigentlich um die Hoffnung. Und zwar um eine Hoffnung, wie sie die mittelalterliche Glaubenslehre ausdeuten würde, nämlich im Sinne der christlichen Tugend der Spes, so wie Dante es auch meint, wenn er beim Eintritt in die Hölle über das Höllentor schreibt, man solle jetzt alle Hoffnung fahren lassen. Das ist nicht die Hoffnung, wie wir sie als innerweltliches Phänomen kennen, zu sagen, morgen kann ich vielleicht noch mal mehr Geld verdienen und versuchen, das Leben zu genießen, solange es geht, sondern das ist eine endzeitliche, auf die Ewigkeit ausgerichtete Hoffnung. Aber man muss und kann, glaube ich, beides zusammendenken. Es wäre, glaube ich, nicht zielführend und fruchtbar, vom Menschen Kohärenz zu verlangen. Und das schafft man, also man sieht es ja auch sehr schön, wenn man in die eigene Gegenwart blickt, dieses Handeln, als hätte man ganz unterschiedliche Maximen, die sich überhaupt nicht miteinander vertragen und die wir aber trotzdem situativ angewendet, je nachdem in den Vordergrund treten lassen. Das ist uns als Alltagserfahrung, glaube ich, auch hinlänglich bekannt. Liebe Frau Bartels, ich wollte Sie fragen, Sie beschäftigen sich mit sozialer
Ungleichheit. Und mich würde interessieren, ich habe ja in der Anmoderation so die klassischen, wahrscheinlich des gebildeten Bürgertums Zukunftsängste genannt. Haben wir morgen den Weltkrieg und eine Auseinandersetzung zwischen der NATO und Russland an der baltischen Grenze? Springen die Krankheiten von den Tieren jetzt noch stärker auf die Menschen über? Vogelgrippe, und sind wir bei der nächsten Pandemie noch hilfloser? Wenn Sie an Ihre Forschung zur sozialen Ungleichheit denken, ist es so, dass die Zukunftsängste und die Zukunftserwartungen der Menschen doch viel unterschiedlicher sind, als wir jetzt wahrnehmen? Also wenn ich eben sehr arm bin, die Frage, was Russland macht, mir eigentlich mehr oder weniger Wumpe ist? Ja, das ist eine sehr vielschichtige Frage, die sich hier aufwerfen. Als Ökonomin beschäftige ich mich, das ist gar nicht mehr so selbstverständlich, aber gar nicht mit Ängsten, obwohl es zunehmend Ökonomen gibt, die von den Psychologen nicht so ganz geschätzt vielleicht immer auch in deren Feld graben. Aber mich interessiert eigentlich auch genau dieses, ich bin motiviert über die Ängste, die in der Debatte immer wieder unterschiedlich formuliert werden, zu verstehen, was passiert denn eigentlich wirklich, wenn ich mir die ganz nüchternen Zahlen anschaue. Und da muss man ganz klar sagen, ist alles nicht so schlimm. Also es passiert eigentlich immer viel weniger, als die Menschen denken. Ich werde immer jetzt in den letzten Jahren gefragt, aber wie hat sich denn jetzt die Ungleichheit durch die Corona-Krise verändert? Oder wie hat sich denn, ja, gar nicht eigentlich. Wenn ich die Zahlen angucke, die wir üblicherweise so produzieren, passiert eigentlich überraschend wenig von Jahr zu Jahr. Deswegen habe ich historische Forschung unternommen. Also meine Zeitreihen, die ich baue über die ökonomische Ungleichheit in Deutschland, gehen zurück ins 19. Jahrhundert. Und das Spannende dann ist nämlich, dass man verschiedene Situationen sich rausgreifen kann historisch, die einander ähneln. Und dieses Papier, was Sie erwähnt haben, wo wir, das nennen wir ja Testing Marx, uns mal angeschaut haben, hatte der Marx eigentlich recht mit seinen Hypothesen, können wir dann ja ex post überprüfen. Und motiviert waren wir, diese Periode rauszuziehen, weil das auch diese Industrialisierungsphase Deutschlands eine Phase des Umbruchs war. Und man findet in den Debatten ganz ähnliche Ängste, die heute wieder formuliert werden. Und unser Schluss in diesem Papier ist dann, er hatte recht mit einem Mechanismus, den wir auch heute wieder finden, nämlich dass, wenn Kapital sich akkumuliert, also viel investiert wird, das tendenziell wenigen Teilen der Bevölkerung zugutekommt und es also ungleicher wird. Aber was wir damals sehen und was wir heute sehen, ist, dass die Gesellschaft reagiert. Und das finde ich beruhigend. Und was man vielleicht sagen sollte, wenn Ängste geschürt werden, dass dieser Mechanismus, der schon von Marx formuliert wurde, der heute vielleicht auch wieder gilt, letztendlich auf eine Gegenkraft in den Institutionen der Gesellschaft trifft. Damals hatten wir, das können wir in unserem Papier zeigen, Streiks, die dazu geführt haben, dass die Einkommen am oberen Rand wieder umverteilt wurden. Und das sehen wir heute auch. Das heißt, Sie würden dieser berühmten, das trifft jetzt nicht unmittelbar unser Hauptdiskussionsthema, aber das muss man nachfragen. Die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer, ist sozusagen nur die halbe Wahrheit oder die eine Seite. Genau, weil es gibt einen Mechanismus, der zu einer Spreizung führt, aber dann gibt es eine Antwort der Gesellschaft, die diese Spreizung eben wieder reduzieren kann, dass man den Mindestlohn einführt, dass es Streiks gibt, das so als Beispiele zu nennen. Aber dann, um vielleicht auch zu diesem Thema Ängste und zukunftsapokalyptische Vision, um da dazu zu sprechen, glaube ich, dass dort eine emotionale Übertreibung von dem, was sich eigentlich verändern kann, stattfindet. Wir hatten hier am Donnerstag vor einer Woche eine Gedenkveranstaltung für Gerd Wagner, der das sozioökonomische Panel, wo ich beschäftigt bin im Moment, aufgebaut hat. Seit den 80er Jahren wird da gemessen, werden 20.000 Haushalte jedes Jahr befragt, wie hoch ihr Einkommen ist. Und er hat immer wieder gesagt, wie sehr kann denn bitte die Mittelschicht schrumpfen? Sie muss ja eigentlich schon weg sein, weil immer wieder in den Medien diskutiert wird, die Mittelschicht schrumpft. Aber die Raten, die dort diskutiert werden, wenn man sie anwenden würde auf die wahre Bevölkerung, dann müsste sie eigentlich schon weg sein. Aber per Definition kann sie ja gar nicht weg sein, die Mittelschicht. Ich würde unseren Exkurs nicht gern schließen, ohne Ihnen noch eine ganz freche Frage gestellt zu haben. Wenn Sie gesagt haben, der Marx hat den Mechanismus
beschrieben und ich sehe den Mechanismus jetzt auch. Könnte man ja formulieren, ist egal, ob wir uns in den vordemokratischen Systemen der Industrialisierungszeit befinden oder in einer parlamentarischen Demokratie, deren Verfassung gerade 75 Jahre alt wird. Es gibt immer Begrenzungsmechanismen von Ungleichheit, regt euch nicht auf. War ist ein bisschen provozierend. Ja, das ist natürlich sehr schön provokant. Danke, dass Sie mir nochmal die Gelegenheit geben, das richtig zu stellen, dass natürlich die Antwort, die sich in den Streiks dann Anfang des 20. Jahrhunderts fand, nicht institutionalisiert war und wir erst die Weimarer Republik gebraucht haben, um da institutionalisieren, dass es Lohnverhandlungen gibt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Insofern haben wir da sicherlich Fortschritte gemacht in den Institutionen, die wir uns gegeben haben. Wir sollten jetzt einen kurzen nochmal historischen Gang durchführen, der ein bisschen mit dem zu tun hat, was Sie über Hölscher referiert haben. Natürlich ist es immer besonders gut, das erlebe ich als antike Forscher auch immer besonders schmerzlich, dass manche Menschen ihr Neuzeitbild brauchen, um die Überlegenheit über die vorhergehenden Epochen deutlich zu machen. Aber was war eigentlich das Interesse daran, die Neuzeit als eine so, wie soll ich sagen, in verschiedener Hinsicht zukunftsbewusste Zeit darzustellen? Also warum war denen das so wichtig, den Konnex zwischen Neuzeit und Zukunft in so starker, sollen wir mal frech sagen, Brandmauerbildung zu Antike und Mittelalter abzusichern? Ich würde sagen, das ist ein Beispiel von vielen schlicht und ergreifend. Also man könnte das an ganz, ganz vielen Themen durchdeklinieren und auch das Thema der Zukunft. Dass Hölscher, glaube ich, insofern ein wenig unter den Nägeln brannte, als er stark von Reinhard Koselleck beeinflusst ist, der sich ja grundsätzlich mit der Dynamisierung von gesellschaftlichen Prozessen, aber auch von Begrifflichkeiten als geradezu Kennzeichen und Signum der Moderne hervorgetan hat. Also insofern, dass man auch die Zukunft hier diskutiert, das bietet sich an. Ich muss dazu auch sagen, als ich vor einigen Jahren am Konstanzer Arbeitskreis die Tagung über die Zukunft im Mittelalter organisieren durfte und eingeleitet habe, habe ich Hölscher kurz eingangs vorgestellt und es gab sofort Empörung. Also ich meinte, Lucian Hölscher hätte die These vertreten und würde sie auch noch vertreten, dass Zukunft, so wie er sie als modernes Konzept oder in der Moderne ausformuliertes Konzept, eben als eines unbeschränkten Denkraums der Möglichkeiten und Denkhorizonte eröffnet, in freier Gestaltbarkeit, dass das Mittelalter nicht kannte. Und ich habe das polemisch verkürzt auf das Mittelalter kennt die Zukunft nicht. Und dann gab es natürlich sofort Protest, ja. Ein Raunen geht durch die Hallen und man sagt, ist doch Quatsch, unsere Alltagserfahrung zeigt, dass es anders ist. Hölscher hat durchaus recht mit einem guten Teil seiner Beobachtungen. Solche Phänomene, wie wir sie als Science-Fiction-Literatur kennen, in denen wir versuchen, Denkräume, Gesellschaftsräume, Technikräume zu eröffnen, indem wir zwar bekannte Motive neu variieren, aber doch in einer sehr, sehr großen Gestaltbarkeit. Dazu findet man in den mittelalterlichen Texten keine Äquivalente. Also ich habe danach gesucht. Es gibt natürlich Andersorte. Alfred Doreen spricht schon von Wunschorten und Wunschzeiten. Aber eben nicht in dieser freien Gestaltbarkeit. Also selbst im späten Mittelalter, wenn man in gewissermaßen langsam revolutionär werdende Denkzusammenhänge blickt, stellt man sich zwar Umbrüche vor. Ja, die Sterne verheißen revolutionäre Umbrüche innerhalb des politischen, der politischen Ordnung etc. Aber was danach kommen soll, ähnelt auf frappierender Weise demjenigen, was man vorher kennt. Nur, dass es jetzt eben reformiert und wieder im Sinne der guten alten Ordnung daherkommt. Nicht als was wirklich Neues. Sie ahnen, der Moderator nimmt mal die Rolle dessen ein, der dagegen argumentiert. Man könnte doch sagen, das ist auch das Kennzeichen der im Comicstrip ausgemalten Zukunft. Also überhaupt von Zukunftsbildern
Bildern. Denken wir an Raumschiff Orion. Ja, das erinnert einen leider immer an Dietmar Schönherr, nicht? Der spielte doch da, glaube ich, mit. Also ist nicht die Johannes-Apokalypse, die biblische, eine Art surrealer Comicstrip, der als surrealer Comicstrip gleichzeitig doch auf eine sehr überraschende Weise bestimmte Formen, die wir aus dem Alltag kennen, in einer besonders krassen Verfremdung präsentiert. Also ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, die Hölscherschen Kategorialdinge, also die wirken mir so konstruiert, die radikal offene Zukunft. Ja, ist sie denn wirklich so radikal offen? Und also in dem Augenblick, wo ich das nur für einen gradierten Unterschied sehe, ja, natürlich verändert sich in einer globalisierten Welt die ganze Perspektive. Da ist anderes da, als wenn ich der Auffassung bin, in der südlichen Halbkugel wohnen merkwürdige Kopffüßler, weil da halt offenbar noch niemand war, Ebsdorfer Weltkarte oder so. Also die Frage ist, aber ich muss dazu sagen, ich habe schon bei dem Koselleck'schen Paradigma mit der Beschleunigung immer Schwierigkeiten. Im Hafen von Ephesus in der Antike war Tag und Nacht Betrieb und es gab eine genaue Betriebsordnung, wer verantwortlich war dafür, dass der Hafen Tag und Nacht beleuchtet war und man kriegte kräftige Strafen, wenn das Licht ausging. Also müssten Sie nicht noch kritischer mit dieser These sein, die uns irgendwie versucht, den Fluss der Zeiten in so schön übersichtliche Epochen abzugrenzen. Hier endet das Mittelalter, passt bloß auf, die Neuzeit fängt an. Du könntest es sonst übersehen. Ich greife das gerne auf und sage, mich interessiert eigentlich die Frage nach der Neuzeit gar nicht so sehr. Was ich viel mehr spannend finde, und das liegt auch als Motivation hinter meiner Beschäftigung mit spätmittelalterlicher Astrologie, ist die Feststellung von frappierenden Analogien, wenn ich die soziale Rolle, das Tun und Handeln spätmittelalterlicher Astrologen beobachte, die sich meiner Auffassung nach mit Fug und Recht einerseits als Experten, andererseits als Wissenschaftler beschreiben lassen. Natürlich gibt es auch Scharlatane unter denen, aber eine große Vielzahl sind Universitätsstudierte, die empirische Daten, nämlich Gestirnskonstellationen, hernehmen, nach einem Methodengerüst und Theoriegerüst deuten, das sie sehr stark aus der jüdisch-arabischen Welt übernommen haben, ab dem 13. Jahrhundert, und damit lebenspraktische Aussagen und Anweisungen bieten. Die irren sich natürlich regelmäßig. Also ich bin fest davon überzeugt, Astrologie funktioniert nicht. Ich oute mich hier. Ja, also wenn Sie anderer Meinung sind, dürfen Sie gerne sein. Ich glaube eben nicht daran. Mich hat man davon noch nicht überzeugen können. Und ich habe auch schon professionelle Astrologen getroffen. Das waren immer peinliche Momente in der Diskussion. Also es funktioniert nicht. Und das Interessante ist jetzt, wenn wir den Blick richten von den Astrologen des 15. Jahrhunderts und uns die Qualität von Wirtschafts- und Finanzprognosen im frühen 21. Jahrhundert anschauen, sehe ich genau dieselben Phänomene. Ich habe universitätsstudierte Experten, die ein bestimmtes Set an Daten bearbeiten, nach gewissen Lehrsätzen, die sie in universitären Handbüchern mitbekommen, genau wie ihre Vorgänger des 15. Jahrhunderts, und nie recht haben, sich immer irren, wenn sie sich das Jahr 2000, immer dann irren, wenn sich wirklich Neues ergibt. Wenn wir die Prognosen der Gegenwart uns anschauen, die Prognosekultur, lässt sich insgesamt feststellen, dass die sicherste Prognose, die man abgeben kann, und da gibt es sehr schöne Makrountersuchungen mittlerweile dazu, zur Qualität von Prognosen. Philipp Tetlock hat es in den USA in den späten 90ern begonnen zu machen. Dann lässt sich feststellen, dass sie immer dann die größte Chance haben, recht zu haben, wenn sie einfach sagen, das geht genau in der Tendenz weiter, wie es sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Mit anderen Worten, was nie vorhergesehen wird, ist der Bruch, der Wechsel, das, was man eigentlich vorhersagen müsste. 2007 hat niemand die Finanzkrise vorhergesehen, zumindest nicht in einer Art und Weise, wie es medial wirksam geworden wäre. Und noch nachdem die ersten Banken zusammengebrochen sind in Irland, hat das Wirtschaftsweisengremium des Weißen Hauses eine positive Wirtschaftsentwicklung für das Folgejahr vorhergesagt. Nun ist der
große Vorteil. Sie haben jetzt die Rolle des Moderators, wie ich eben die Rolle des Historikers kurz übernommen habe, denn wir haben ja das große Glück, eine Ökonomin, die auch noch ganz, wie Sie sagten, sehr bewusst klassisch auf die Zahlen setzt. Wie geht es Ihnen denn mit dieser, ich spitze das noch mal ein bisschen unfreundlich zu, mit dieser Vorstellung, was die Astrologen im Wissenschaftskosmos des Mittelalters waren, sind die Ökonomen zentrale? Und Sie haben ja nur ein Beispiel genommen. Also wenn man Harold James liest oder Ähnliches, sieht man ja sozusagen die desaströsen Fehlvorhersagen mit fatalen Fehlhandlungsempfehlungen für die Politik. Würden Sie sagen, dass also seine These war ja ein bisschen, naja, das ist eben bei den Astrologen so, die können gar nicht anders. Sie könnten natürlich entkommen, indem sie sagen, das waren halt alles Dilettanten, die falsch vorhergesagt haben und eigentlich ist mein Fach besser. Also wir sind ganz gespannt, wie Sie auf diese von mir jetzt auch noch frech zugespitzte Provokation reagieren. Ja, da freue ich mich sehr, darauf reagieren zu können, weil ich zufällig mich sehr intensiv mit Prognosen beschäftigt habe eine Weile, weil ich mal eine alternative Karriere als Journalistin bei der Financial Times Deutschland angestrebt hatte und dort die Prognostiker des Jahres mitgekürt habe. Ich durfte also jedes Jahr eine Excel-Tabelle anlegen, wo wir gerankt haben, wer im Dezember des Jahres davor vorhergesagt hatte, am besten vorhergesagt hatte, wie es nun laufen sollte. Und da gab es tatsächlich systematische Sachen, die man anmerken kann, die diese Prognostiker vielleicht ein bisschen retten können vor dem, dass sie nun völlig im Dunkeln tappen. Nämlich, dass die Modelle, die von den Instituten vor allen Dingen verwendet sind, ja, also besonders konservativ versuchen zu schätzen und eben diese radikalen Schocks gar nicht per Konstruktion aufnehmen können, weil sie die gar nicht mitmodellieren. So, das ist vielleicht der langweiligere Punkt. Den interessanteren Punkt, den ich machen möchte, ist, dass dort immer bestimmte Charakter oben aufgetaucht sind. Also es gab Experten, die meistens nicht bei den Instituten beschäftigt waren. Und der beste Experte, der mir in Erinnerung geblieben ist, ist Norbert Walter von der Deutschen Bank. Der hat die Finanzkrise in dem Ausmaß fast getroffen. Also der hat im Dezember vorher 4,8% minus vorhergesagt und es war minus 5. Alle anderen waren irgendwie bei 1 oder 0 oder so, aber nicht so, also weit entfernt. Und das ist eine Sache, die bis dato mit mir mitschwingt, weil eine Rechtfertigung des Instituts, wo ich ja arbeite, genau diese Prognosen sind. Ne? Die Politik erhält sich diese Institute, an denen ich arbeite, weil man sich die Prognosen wünscht. Also scheint auch einen Wunsch gesellschaftlich dafür zu geben, dass man zumindest in die nahe Zukunft etwas Stabiles vorhersagt. Aber den Apokalyptiker, den möchte man da auch, glaube ich, wieder nicht sitzen haben. Also insofern würde ich vielleicht gerne den Raum, hier die Frage an Sie beide zurückspielen, inwiefern die Prognose-Fehltreffer, die wir dort produzieren, auch gesellschaftlich gewünscht sind, wenn man irgendwie eine gewisse Stabilität ja, des Systems auch möchte, dass man dort fortschreibt. Und die einzelnen Experten, die in diesem Prognostiker des Jahresrankings der FTD immer so weit oben aufgetaucht sind, haben ja gezeigt, dass es schon möglich ist, auch Ausreißer zu erkennen als langjähriger Experte, der auf die Zahlen guckt und sich nicht in dieses Zwangskorsett der Modelle drückt. Aber müssten wir nicht zunächst mal, bevor wir über gesellschaftliche Erwartungen reden, über die Frage reden, ob die Entwicklung hin in die Zukunft nicht mindestens auch Gesetzen folgt? Also, und sozusagen, dann kann man die Frage stellen, ist Astrologie in der Lage, solche Gesetze zu beschreiben oder ist Finanzökonomik in der Lage, solche Gesetze zu beschreiben, ist Politikwissenschaft? Also ich will nicht behaupten, ich bin kein Totaldeterminist, dass die Entwicklung hin vollständig festgelegt ist. Natürlich ist Zukunft auch, wie man ja mit den Mathematikern sagen könnte, ein chaotisches System, in dem sozusagen die Gesetze immer wieder durch chaotische Entwicklungen, Zufälligkeiten und
und so weiter. Aber es gibt doch ein Ensemble von Wissenschaften, das sich über die möglichst scharfe Beschreibung der Gesetze und auch ihrer, wie soll ich denn das formulieren, also ihrer begrenzten Reichweite. Und es gibt eine Diskussion, wer solche, und die also wir haben keine Lehrstühle mehr für Astrologie an Universitäten, weil wir der Auffassung sind, die Gesetze, die die beschrieben haben, halten wir nicht für zukunftsgestaltende Gesetze, es sei denn auf der Ebene von Leuten, die die Horoskope lesen und dann tritt das halt ein, was sie da gelesen haben, weil und so weiter und so fort. Also die Frage wäre erstmal, Sie haben sehr nah aneinander die Ökonomie und die Astrologie gerückt. Und die Frage wäre, Sie wollen doch aber nicht leugnen, dass es Gesetze gibt, die die Entwicklung in die Zukunft ein gewisses Maß vorhersagen können und Wissenschaften dafür. Und dann können wir darüber reden, was sozusagen die Erwartungen, die legitim oder auch die illegitim sind und wer welche Erwartungen. Aber ich wollte Sie erst noch mal ein bisschen herauslocken aus der doch sehr rhetorischen, aber vielleicht sagen Sie jetzt auch, es gibt gar keine Gesetze. Herr Oschemer. Das ist schon nicht ganz falsch von der Tendenz. Und ich will natürlich die Astrologen des 15. Jahrhunderts und die Finanzexperten unserer Zeit zum einen nicht gleichsetzen, sondern ich will darauf verweisen, dass es strukturelle Analogien gibt. Zum Zweiten ist das eine sehr schöne Gelegenheit, tatsächlich sich über den Status dessen, was wir gerne als Gesetz wahrnehmen würden, was etwa soziale Entwicklungen und so weiter beschreibt, tatsächlich angeht. Ob wir das vergleichen können mit dem, was wir als Gesetzmäßigkeiten aus den Naturwissenschaften kennen, die selbst ihrerseits ihre eigenen Probleme damit haben. Was mir aber vor allem am Herzen liegt bei diesem Vergleich, ist klarzumachen, dass wir in allen Fällen eigentlich nicht über die Zukunft reden. Aus dem schlichten, einfachen Grund, dass wir die Zukunft nicht kennen. Da bin ich ganz bei Augustinus. Ich komme da nicht hin. Ich bin nun mal in meiner Gegenwart gefangen. Deswegen sind aber beide Systeme nicht wertlos. Die Astrologie fürs 15. Jahrhundert, interessanterweise, wenn Sie sich soziologische Studien anschauen, nimmt ein erstaunlich großer Prozentsatz auch der westlich industrialisierten Gesellschaften Astrologie als Wissenschaft wahr. Hat mich sehr überrascht, als ich dem gefolgt bin. Wie gesagt, ich bin nicht auf der Seite. Aber das Interessante ist nun, dass in beiden Bereichen wir sehr präzise Bestandsaufnahmen unserer Gegenwart bilden. Und das ist der eigentliche Wert in diesen beiden Feldern, der Astrologie für das 15. Jahrhundert, weil man sich eben nicht einfach nur darauf beschränkt zu sagen, na gut, ich habe meine wenigen Gestirne, damals sind es ja auch nur 7 Planeten, das ist noch viel einfacher, jetzt ist uns ja wieder einer abhanden gekommen seit einigen Jahren, nachdem wir zwischenzeitlich 9 hatten, und bringe die in den 360 Grad meiner Himmelserfassung unter, sondern ich setze mich intensiv mit der Person, der Lebenssituation, geleitet von Regeln des Individuums auseinander, über das ich mich äußern möchte. Das heißt, man lernt diese Person und auch ihr Umfeld viel, viel besser kennen. Und ähnlich schätze ich den Wert ein von auf die Ökonomie oder Finanzwelt bezogenen Gutachten, dass man eine präzise, saubere Bestandsaufnahme nimmt. Aber ein Reden über die Zukunft ist es deswegen nicht, weil wir die einfach nicht kennen. Und da sehe ich den Vergleich. Und das Interessante ist, dass beide Systeme sehr stark, das Stichwort Wunsch ist gefallen, die Gesellschaft hat einen Wunsch nach diesen Gutachten, dass die sehr stark auf der Größe Glauben mit einem kleinen G vielleicht geschrieben, aufbauen. Also hier könnte man bei Michel de Certeau sich gewissermaßen ansiedeln und sagen, in den Akten des Alltagslebens, in den Instrumenten, die wir einsetzen, ist diese Dimension des Glaubens viel stärker da. Und das liegt mir deswegen am Herzen, weil dann plötzlich unsere auf den ersten Blick doch oder ach, so als rational beschriebene moderne Gesellschaft eben gar nicht mehr so rational ist, sondern wir viele Mechanismen aufzeigen können, die erstaunliche Ähnlichkeiten zu Entwicklungen und Bewegungen, die wir aus dem späten Mittelalter beobachten können, aufweisen. Das wäre für mich gewissermaßen der klonende Anreiz. Ich wollte Frau Bartels noch mal nachfragen zu was, was Sie eben gesagt haben, den Erwartungen an die Vorhersagen. Sie haben unterschieden zwischen der Politik
und von Menschen, die jetzt nicht in ihrem Hauptberuf Politik machen. Wenn Sie das noch ein bisschen ausführen und vielleicht auch noch die Frage aufnehmen, Sie hatten von Glauben gesprochen, nun gehört ja auch das Element eines bestimmten Vertrauens dazu. Und das finde ich immer halt etwas Hochrationales. Also, dass ich morgens vertraue, wenn ich die Füße aus dem Bett schwinge, dass die Schwerkraftgesetze noch gelten. Und ich also nicht erst mal mühsam abtesten muss, ist es besser, die Füße nach oben zu stellen, sondern einfach im Vertrauen darauf, dass die Schwerkraftgesetze mit größerer Wahrscheinlichkeit vorhersagen, was meinem Fuß geschehen wird, als, weiß ich nicht, die Vorhersage eines Billardballs oder Ähnliches. Also es gibt ja auch in der Naturwissenschaft Unterschiedliches, dass die Erwartung zu vertrauen, also ich habe Geld, ich will das jetzt anlegen, ich brauche irgendeine Instanz, der ich vertrauen kann, weil ich eben nicht noch mal bei Ihnen Ökonomie studieren kann. Das geht nicht. Mein Bankberater bittet mich, morgen zu sagen, ob ich mehr Aktien will oder weniger Aktien will. Und ich vertraue mal darauf, dass das mit den Aktien so gut geht, wie es in den letzten, weiß ich nicht, 30 Jahren gegangen ist, und erhöhe den Aktienanteil. Vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben, noch mal eine Lanze für die Mechanismen, auf die wir vertrauen können, tatsächlich zu brechen und damit vielleicht noch ein leicht entstandenes Ungleichgewicht der Debatte hier zu korrigieren, dass dadurch, Sie haben mich natürlich hier ein wenig getriggert mit dem, dass die Prognostiker nie recht haben und diese Schocks nie vorhersehen. Wenn wir aber so eine lange Frist gucken, sind es ja doch wenige Jahre, wo wir drastische Veränderungen haben. Und in vielen Jahren passiert nicht so viel. Und da funktioniert diese Vorhersagemethodik, die wir haben, ja schon auch zufriedenstellend und kann den Normalbürger eben in den normalen Zeiten auch dazu vielleicht davon überzeugen, dass man eben den Mechanismen, die wir da modellieren, auch vertrauen kann, dass sie weiter funktionieren. Die Unterscheidung bei den Prognostikern, die ich machen wollte, die speiste sich aus meiner Beobachtung, dass die Institute, zu denen auch meines gehört, es gibt mehrere deutsche Institute, die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima beauftragt, die Prognosen machen, immer viel weniger drastische Ausreißer vorhergesagt haben, also nach oben wie nach unten, und dann eben diese Prognostiker der Banken besser lagen. Und das waren eben so besondere Experten, die sich dann, glaube ich, auch einfach mal rausgenommen haben, zu sagen, da sind jetzt irgendwelche Mechaniken, die ich beobachte, die nicht in den Mechanismen, die wir sonst modellieren, enthalten sind. Und deswegen mache ich jetzt einfach mal als Norbert Walter bei der Deutschen Bank so. Und dann kann man diesen einen Schock plötzlich einmalig. Sie haben uns aber, glaube ich, noch nicht, Frau Bartels, oder ich habe es noch nicht verstanden, erklärt, warum die Praktiker radikaler die Brüche vorhersagen können. Mhm. Denn Sie haben doch jeweils dasselbe studiert, auch ja. Norbert Walter ja. dürfte ja. doch dasselbe studiert ja. haben. Die Informationen, die dem vorliegen, sind doch nicht besonders anders. Also an der Humboldt-Universität gab es ein Institut, das hat mit Echtbankdaten der Deutschen Bank gerechnet. Also die Bankdaten sind doch auch diese. Woher kommt das, dass die Zukunftsprognosefähigkeit, Sie sagen im Augenblick was relativ Schwieriges. Der Praktiker, also ich bin der Universitätspräsident der Humboldt-Universität mal gewesen, wenn mir jemand sagen würde, die Deutsche Bank schafft das besser, also vermutlich hat er ja auch eine Abteilung, die ihn berät dabei und hat nicht am einsamen Schreibtisch, die schafft das besser. Da würde ich überlegen, verkleinern wir die Wirtschaftswissenschaften und versuchen, Lehraufträge für deutsche Bankchefs durchzusetzen. Mhm. Jetzt bewegen Sie mich hier aber auf richtig schönes Glatteis in so vielerlei Hinsicht. Verzeihung. Und wir werden auch noch aufgezeichnet, habe ich gelernt. Was ich eigentlich sagen will, aber natürlich nicht beweisen, weil meine Vermutung ist, dass diese Menschen vom Modell abweichen in diesen Jahren, weil die Modelle eben Komplexitäten von so krassen Schocks nicht abbilden konnten bisher. Wer weiß, vielleicht können wir das in Zukunft besser, weil das würde ich gerne auch in diesem Zusammenhang sagen, dass ich glaube, heute sind wir in einer
Datenwelt, wie wir sie noch nie hatten. Und wir sind erst dabei zu entwickeln, was wir mit all diesen Daten, mit KI machen können. Und die Modelle, die werden, denke ich, schon auch besser werden. Ich glaube, hier können wir optimistisch sein, dass wir vielleicht tatsächlich eine Weiterentwicklung haben und nicht mehr so, dass Sie vielleicht in 5 oder 10 Jahren nicht mehr die Parallele zu den Astrologen im Mittelalter ziehen können, weil nämlich die vielen Daten, die wir heute zur Verfügung haben, die Modelle schon so viel besser informiert haben und uns vielleicht auch dann ermöglichen, solche drastischen Schocks vorherzusagen, wo mein ganz persönlicher, subjektiver Eindruck auf dieses immer wieder erscheinende Ranking der Prognostiker war, dass, jetzt um bei dem Beispiel Herr Walter zu bleiben, jemand einfach ein Jahr gesagt hat, okay, euer Modell hat das gesagt, aber da müssen wir jetzt einfach nochmal -3 machen, weil das wird total drastisch. Herr Oschemar möchte was sagen, dann stelle ich Ihnen aber noch eine Nachfrage. Also eigentlich möchte ich ja ganz viel sagen, aber das Interessante ist doch bei der Beschreibung jetzt gerade, dass es dann nicht mehr um Mechanismen und Modelle geht, sondern ganz im Gegenteil um die Intuition eines Individuums, das sagt, naja, dieses Jahr setze ich es mal anders an. Und dann brauche ich auch nicht mehr von Gesetzmäßigkeiten zu rechnen, weil es ja eben genau der Gesetzesbruch ist, damit der in dem Fall zu einer besseren Prognose führt. Aber damit interpretieren Sie Frau Bartels jetzt genau gegen den Sinn, was sie gesagt hat. Die hat nämlich gesagt, dadurch wird das Modell verfeinert. Also sozusagen der Walter ist eine Provokation zur Verfeinerung. Und das kann ich sehr gut verstehen. Meine laienhaften Kenntnisse Ihres Faches hängen zum Beispiel an Herrn Vandenberg, der mein Wissenschaftskollegs Confellow war und ein unglaublicher Freund des Rational Choice-Modells war. Und das fand ich immer, also die Vorstellung, dass alle Kunden, wir nehmen mal an, alle Kunden würden rational handeln. Und ich habe immer gesagt, ich handle total irrational. Und da hat er gesagt, ja, das ist aber auch eine Form von Rationalität. Und dann habe ich gesagt, Vandenberg, du definierst Rationalität so, dass sie alles enthält, damit ist das Modell unbrauchbar. Aber sozusagen, damit sind wir, glaube ich, an einer wirklich interessanten Frage. Nämlich an der Frage, könnte man sich das Supermodell vorstellen zur Zukunftsberechnung? Also könnte man sich das ist jetzt eine idealistische Vorstellung, mein Logiklehrer führte immer die Figur des großen Wissers ein. Also wir führen mal die Figur des großen Modells ein, in dem die Rupturen alle drin sind, in der die chaotischen Dinge irgendwie drin sind. Also ein Modell, was sich immer mehr einer Wirklichkeit annähert, das könnte man sich doch theoretisch vorstellen und müsste immer sagen, das Problem, dass unsere Modelle die Zukunft nicht richtig vorhersagen, zeigt, dass wir ein so komplexes Modell im Augenblick nicht bauen können, aber vielleicht mal KI irgendwann. Das müsste ja genauso komplex sein wie die Zukunft. Also das ist sozusagen jetzt die reine Gegenthese. Nicht Intuition, sondern wir stellen uns einfach vor, das Modell wird so lange verfeinert, das ist ein Versuch, Frau Bartels sozusagen auf die Spitze zu treiben und zu sagen, wir holen uns jetzt ganz, ganz viele Experten und das Modell wird immer komplexer und komplexer und dann kann es weder der Chefbankier noch der Professorin für Wirtschaftswissenschaften entfalten, sondern nur der Supercomputer. Für meinen Berufszweig wäre das natürlich das Ende und persönlich, weil wir dann die Menschheit ja beschreiben könnten wie einen Ameisenhaufen. Da bräuchten wir keine Geschichte mehr, sondern wären wir bei reinen Regelsystemen. Persönlich bin ich auch relativ überzeugt davon, dass das eben nicht funktioniert, weil ich ebenfalls sagen würde, dass das Entwerfen einer allumfassenden Rationalität im Sinne jetzt gerade das Rational Choice Beispiel, das Sie angeführt haben, dass das nicht funktioniert, weil wir immer wieder feststellen können, sagen wir mal, die Versuchsbasis, mit der ich mich auseinandersetze, das sind alles Individuen, die seit mindestens 500 Jahren tot sind. Das gibt einem eine gewisse Gelassenheit im Umgang. Das ist das Schöne als Mittelalterhistoriker. Aber das Interessante finde ich schon, dass immer wieder Momente auftreten, in denen es mir nicht gelingen will, bestimmte Verhaltensmuster nachvollziehbar, rational zu erklären. Das ist das eine.
Da könnte ich jetzt ganz viele Beispiele nehmen. Also ein Beispiel hat dafür gesorgt mit Karl dem Kühnen, dem letzten Herzog von Burgund im 15. Jahrhundert, dass es kein Zwischenreich gab zwischen Deutschland und Frankreich ab dem 15. Jahrhundert. Hätte passieren können. Der gute Karl war fanatisch auf seine Ehre bedacht, wollte immer wieder in die Schlacht und dann ist er auf dem Schlachtfeld tot liegen geblieben. Hat alle so ein bisschen überrascht, hat vor allem die Landkarte Mitteleuropa oder Mittelwesteuropas, sehr vorsichtig sein, neu gemischt. Auf der anderen Seite kann einfach ein Krankheitskeim oder eine Krebserkrankung herkommen und nimmt einen Player vom Feld und dadurch gibt es neue Konstellationen. Und ich glaube, genau das ist der Reiz auch dessen, was Geschichte und menschliches Interagieren und menschliche Gesellschaften in ihrer Entwicklung ausmacht, aus der Sicht des Historikers betrachtet. Für den Soziologen oder Politikwissenschaftler ist es natürlich unschön oder auch für den Wirtschaftswissenschaftler, weil dann die Regeln gebrochen werden. Naja, vielleicht, das würde mich interessieren, ob Frau Bartels der Sichtweise zustimmt, der ich gestehen muss, als Historiker sofort zustimme und auch wenn ich versuche, mir sozusagen jetzt rahmentheoretisch, philosophisch oder theologisch Gedanken über Zukunft zu machen, dann würde ich ja immer sagen, es gibt radikale Neuheit. Es gibt Neuheit, die nicht aus Gesetzmäßigkeiten ableitbar ist. Und natürlich ex post ist die leichter zu identifizieren und zu beschreiben, indem Sie sagen, da ist irgendwas passiert, was überhaupt gar nicht ableitbar ist. Das macht aber, finde ich, Zukunftsprognosen so schwierig, dass es eben radikale Neuheit gibt. Vorhin haben wir nur gesagt, es gibt Chaos, was irgendwie die Regeln durcheinander wirft. Aber die amerikanische Prozessphilosophie sagt eben, es gibt unableitbar Neues. Sozusagen nicht nur einen Quantensprung im Kosellek'schen Sinne, alles irgendwie schneller, sondern im Sinne von, es ist plötzlich... Es sind jetzt nicht mehr nur 10 Bäume, sondern es ist ein Wald. Da ist irgendein Sprung passiert und das ist neu. Das war da vorher nicht da. Und mich würde interessieren, würden Sie das ähnlich sehen oder würden Sie sagen, nee, wirklich Neues gibt es. Sie haben ja vorhin über Marx gesprochen und sozusagen bestimmte Mechanismen, die sich immer wiederholen. Wie ist das mit der Neuheit in der Zukunft? Ich glaube, dass auch die Mehrheit der Ökonomen an wirkliche Neuheiten glaubt. Ich glaube nicht, dass wir dieses Supermodell entwickeln können werden, weil ich gar nicht sehe, dass es überhaupt jemand tut und will. Weil das, glaube ich, schon dieser, das wird ja immer wieder gesagt, auch als komplette Kritik an der Zunft als solches. Die Ökonomen können die Zukunft nicht vorhersagen. Sie haben die Finanzkrise nicht vorhergesehen. Also was taugen sie überhaupt? Ich glaube, dass, also was ich so wahrgenommen habe, war, dass diese Prognosezunft hatte ihren Höhepunkt in den 80er Jahren, 90er Jahren und seither geht das runter. Auch das Renommee, was diese Abteilungen an den Wirtschaftsinstituten haben und was vielmehr der Anspruch momentan ist, ist schon auch kausale Effekte zu identifizieren, wie eine Sache sich auf eine andere auswirkt, um damit schon eine gewisse Übertragbarkeit eines Mechanismus in die Zukunft zu leisten, aber als gleichzeitig ein hoher Anspruch daran zu verstehen, wie ist der historische Kontext, in dem man diesen Mechanismus identifiziert hat, wie übertragbar ist dieser Mechanismus wirklich in andere Länder, in andere Kontexte. Und das ist ja eine Anerkennung dessen, dass wir letztendlich zum Scheitern verurteilt sind, wenn man jemals claimen würde, an sich an den Anspruch, den an sich stellen würde, alles vorhersagen zu können. Und das wäre ja auch deprimierend, oder? Es wäre doch auch langweilig, wenn wir wüssten, wie alles für immer funktionieren würde. Wir haben jetzt sehr, glaube ich, abgewogen über das, was man vorhersagen kann und das, was man nicht vorhersagen kann, gesprochen. Ich würde aber gern noch so einen realistischen Gesprächsgang anschließen. Wie können wir denn besser werden? Ich war ganz überrascht, als ich vor einigen Tagen erfuhr, dass im Augenblick unter der Annahme, dass in 5 Jahren der Verteidigungsfall eintritt, geprüft wird, wie man die zu erwartenden 1000 Schwerverletzten, die pro Tag von der Front zurückkommen, also da erfriert einem, wenn man wie ich so in der Friedensbewegung der 80er Jahre sozialisiert ist,
erfriert einem schon beim Zuhören alles. Aber wie kann sozusagen in 5 Jahren die Krankenhaussituation in unserem Land so auf Vordermann gebracht werden, dass pro Tag 1000 Betten zur Verfügung stehen? Das ist im Augenblick eine Frage, die verhandelt wird. Und dem liegen ja Zukunftsannahmen zugrunde und da werden jetzt Zukunftsszenarien entwickelt und man muss ja eigentlich dankbar sein dafür, dass das jemand macht. Also wenn Sie selbst jetzt die Chance hätten, für Ihr Fach eine Verbesserung der Zukunftsvorhersagefähigkeit einzuleiten. Was würden Sie sagen? Mehr Professuren, andere Professuren, leichtere Durchlässigkeit zwischen der Deutschen Bank und der Professur? Also sozusagen, wie mehr Historiker? Also sozusagen mehr Wirtschaftsgeschichte, wie steigert man denn, das ist doch eine legitime Erwartung, wenn ich jetzt Politiker wäre und mir überlegen müsste, Schuldenbremse, Steuererhöhung und so weiter, müsste ich doch wissen, was für Folgen würden das jetzt haben, wenn ich das mache, in der näheren Zukunft, in der mittleren Zukunft und auch längerfristig. Also fahre ich das Land ökonomisch an die Wand oder nicht? Und diese schöne Formulierung der Merkel-Ära, Politik auf Sicht, sagt ja irgendwie, wenn man die Metapher ernst nimmt, Zukunft ist im Totalnebel. Und das ist ja, also wie verhindern wir, beim Nebel gibt es ja wenigstens ein Radar. Nicht? Also, dass mir sagt, da vorne kommt aber mit hoher Geschwindigkeit ein Schiff auf mich zu. Ich denke, dass wir den Radar haben. Ich denke, wir können ihn noch ausbauen. In den letzten Jahren habe ich beobachtet, wie immer mehr Ökonomen in die Ministerien gerutscht sind. Oder ins Finanzministerium, ins BMWK, ins BMAS, die promoviert sind, die sich selber mit Daten auskennen, die selber solche Mechanismen kausal geschätzt haben, was, glaube ich, was sehr stark dazu beigetragen hat, dass der Austausch intensiver geworden ist, weil der Austausch mit Juristen zum Beispiel im Finanzministerium schon schwierig ist, wenn man aus Statistiken heraus spricht, aus Szenarien, wie Sie jetzt gerade eins erwähnt haben, spricht, mit Menschen, die gewohnt sind, Argumente auszutauschen und auch vielleicht so ein gewisses Misstrauen gegenüber jeglicher Statistik, die man nur glaubt, wenn man sie selber gefälscht hat. Und da, denke ich, sind wir auf dem richtigen Weg, dass wir dadurch alleine, dass mehr Ökonomen dann Seite an Seite mit Politikwissenschaftlern und Juristen in den Ministerien sind, die Evidenz, die wir zumindest haben über Mechanismen, auch verständlich übermitteln können. Und ich kenne jetzt das Szenario, die Herkunft des Szenarios, was Sie erwähnt haben, nicht. Aber man würde sich ja wünschen, und ich wäre auch optimistisch, das zu glauben, dass das auf irgendwelchen Daten basiert und man vielleicht dann noch eins draufgeschlagen hat, lass uns noch ein bisschen extremer sein, um in der Situation, dass wirklich das Extremszenario passiert, abgesichert zu sein. Ja, aber meine persönliche Wahrnehmung ist auf jeden Fall, dass wir deutlich mehr Austausch haben und zunehmend mehr zwischen den verschiedenen Disziplinen, sodass die Erkenntnisse, die mit den viel mehr vorhandenen Datenmaterial und Methoden, die wir jetzt haben, gefunden werden können, also wie reagiert die Wirtschaft, die Firmen, die Menschen auf bestimmte Steuerveränderungen, dass wir das auch weitergeben können in die Politik. Sie haben gerade so gegen ein Grunddogma dieses Hauses und aller Akademien geredet, strikte Trennung zwischen Politik und Wissenschaft, indem Sie darauf aufmerksam gemacht haben, man muss ja nur den Namen von Lars-Henrik Röller nennen, dass es natürlich hochbegabte, wissenschaftlich arbeitende Ökonomen in Ministerien gibt. Ist das eine naive Vorstellung, dass es hier die Wissenschaft gibt in Ihrem Institut, die berät und sagt, ja, ihr müsst dann sehen, ob er die Steuern erhöht oder ob er es lasst? Und also sozusagen, sind Sie für die Perforierung der Grenze, provokative Frage, zwischen Politik und Wissenschaft, weil sie auch ein bisschen naiv gesteckt ist?
Müsste man jetzt Röller auf dem Podium fragen, waren Sie eigentlich Wissenschaftler oder Politiker oder irgendwie ein Zwischenwesen? Also die Politik sucht ja den Austausch. Ich war jetzt schon zweimal im Kanzleramt mit eingeladen zu einer Veranstaltung zur Zeitenwende, wo die Ökonomen Deutschlands, also ich hatte jetzt da keinen Podiumsplatz, sondern andere, viel wichtigere Ökonomen, sich äußern durften, wie sie die Zeitenwende einschätzen, was man politisch anstoßen sollte und vom Wolfgang Schmidt, dem Kanzleramtsminister, Gehör gefunden haben. Insofern kann ich da gar keine, also ist es, glaube ich, einfach die Realität, wie sie stattfindet, dass doch zum Glück da viel Austausch ist und ein sachlicherer Austausch angestrebt wird, als er vielleicht in der Vergangenheit, es gab in der Vergangenheit sicherlich einige Professuren, wo man mehr Politik als ökonomische Wissenschaft vermutet hat, wenn ich das jetzt mal so ganz provokant formulieren kann. Herrn Oschemar würde ich gern fragen, ich bin jetzt verantwortlich für die Organisation dieser Gespräche im Kanzleramt. Würden Sie mir empfehlen, Sie würden natürlich nicht sich selbst empfehlen, aber würden Sie mir empfehlen, eine Historikerin oder einen Historiker beizuholen? Also was trägt, wir haben ja diesen schönen Titel, Zukunft gestern und heute. Was trägt sozusagen die Analyse der Zukunft gestern, wie Sie sie noch mal knapp thesenhaft vorgeführt haben? Was trägt die für die Analyse der Zukunft heute bei? Sollte Schmidt mehr Historiker einladen? Also wir geben ihm das dann weiter. Zum einen sollte man natürlich immer Historiker und Historikerinnen auch dabei haben. Denn Sie dürfen nicht vergessen, wir sind diejenigen, die die Geschichten schreiben, die von Ihnen irgendwann mal überliefert werden. Das heißt, man sollte sich immer mit der Zunft der Historikerinnen gutstellen. Ich glaube, es ist allerdings tatsächlich hilfreich, um Perspektiven wieder auf den Boden zu bringen, zurückzubinden und erfahrungsgebundene Beobachtungen gewissermaßen zurückzubinden. Ich habe jetzt mit großem Interesse der Frage zugehört und auch der Antwort zur Frage nach dem Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik. Hannah Arendt hat in ihrem Text über Wahrheit und Politik auf der einen Seite festgestellt, Politik braucht Wahrheit. Denn Politik, die auf der Lüge aufbaut, zerstört sich ihre eigene Grundlage, weil sie irgendwann an Grenzen stößt, weil man eben nicht alles durch Propaganda und Polemik verzerren und verändern kann. Gleichzeitig hat Hannah Arendt aber auch davor gewarnt, Wahrheit zum alles umfassenden Begriff zu machen, auf den sich alles beziehen müsste, ausnahmslos, weil das zugleich das Ende der Politik wäre. Ich bin ein großer Anhänger des Zusammentragens von Daten. Daten als Grundlage zu haben, je mehr, umso besser. Aber das Zentrale ist, dass auch hier gilt, diese Daten bieten uns eben keinen Blick in die Zukunft, sondern wir können uns im Hier und Jetzt Szenarien ausmalen, wo wir sagen, so könnte es sein, so könnte es sein, so könnte es sein. Und so gut auch unsere Datengrundlage sein wird, es wird keine Aussage über die Zukunft sein, sondern es wird eine Aussage darüber sein, wie wir uns im Hier und Jetzt die Zukunft vorstellen. Und dann ist die Entscheidung der Gewichtung, die man trifft, investiere ich jetzt in diese oder jene Infrastruktur oder investiere ich Geldmittel in andere Aktionen? Ich glaube, eine Landesregierung im Süden dieses Föderalstaats hätte sich jetzt gerade gewünscht, vor ein paar Jahren Mittel anders alloziert zu haben. Aber auch hier kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Aber das sind genuin politische Fragen, für die man im Nachhinein auch Verantwortung übernehmen muss. Die Kernbotschaft besteht darin zu sagen, wir können nicht in die Zukunft blicken, sondern das sind Dinge, die politisch zu diskutieren und zu entscheiden sind. Und damit kommen wir wieder zurück ein Stück weit auf die Glaubensfrage. Wir können nur versuchen, uns so gut wie möglich abzusichern. Und da können sowohl
die Wirtschaftswissenschaften als auch die Historikerinnen und Historiker, die ja ohnehin die unsägliche Neigung haben, alle anderen Wissenschaften als ihre Hilfswissenschaften zu betrachten. Natürlich sollten die da eine Rolle spielen. Aber wir müssen uns auch klar vor Augen führen, wann Entscheidungen politische Entscheidungen sind und dafür auch einstehen im Zweifelsfall. Das würde ich dann schon verlangen. So ein bisschen sehr frech gefragt, habe ich das richtig verstanden, dass Sie denken würden, Sie haben in dem Kanzleramt den Platz an der Runde oder am Tisch verdient, um denen mal richtig zu sagen, was Zukunft ist und nicht ist? Also sozusagen, gibt es irgendwelche aus Ihren Forschungen über Zukünfte der Vergangenheit, die über sozusagen den grundsätzlichen methodologischen Einwand, ich vermute, so wie ich unseren Kanzleramtsminister kenne, würde der vermutlich sagen, das weiß ich, dafür brauche ich jetzt nicht einen Historiker. Das sozusagen, die Frage ist, gibt es aus der Materie der historischen Zukunftsforschung etwas, was bei einem solchen Gespräch weitergegeben werden könnte? Also ich fände das auch nicht schlimm, wenn man sagen würde, in diesem Sinne nicht Magistra Vitae. Ich würde es weiterfassen. Ja. Nicht notwendigerweise aus dem engeren Bereich einer historischen Zukunftsforschung, sondern der historischen Forschung überhaupt. Und zwar nicht im Sinne des Antwortens. Ja, zu sagen, machen Sie es doch so und so, weil ich habe das Beispiel vor 200 Jahren, ist es so gelaufen. Historia Magistra Vitae funktioniert nicht so, sondern des Augenöffnens. Das war der genuine Beitrag, glaube ich, den auch historische Voten, Stimmen, Untersuchungen leisten konnten zum Umgang etwa mit der Covid-Pandemie. Zu sagen, es gibt bestimmte Phänomene, auf die sollte man achten, wenn man seine Gesundheitsmaßnahmen etc. Entwickelt und die sollte man im Blick haben. Also dieses Öffnen der Perspektive, um möglichst breit, möglichst bewusst Daten erfassen zu können, sich nicht von der Vorbestimmtheit, der Verengung des Blicks im Hier und Jetzt, weil wir an bestimmte Kategorien gerne denken, weil wir in mehreren Jahrzehnten nicht mit solchen Seuchengängen konfrontiert waren, davon sollte man sich nicht blenden lassen. Und da sind Historikerinnen und Historiker ein gutes Korrektiv, indem sie darauf hinweisen, Moment, da gibt es aber auch noch diese und jene Aspekte, da sollte man dran denken. Wie man die dann einbaut in ein Modell, da können, fürchte ich, aber da mögen mich jetzt andere Kolleginnen und Kollegen Lügen strafen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, Historikerinnen und Historiker relativ wenig konstruktiv beitragen. Aber das Öffnen des Blicks, das reflektierende Moment, zu sagen, hier sollte man vielleicht noch mal drüber nachdenken, das ist, glaube ich, schon eine ganz gewaltige Leistung. Und ich finde, wenn ich sozusagen doch mal die Frechheit habe, meine eigene Frage noch mal zu beantworten. Es gibt, weil wir so merkwürdige Frozen Conflicts in Europa haben, in der also sozusagen die Vergangenheit plötzlich doch wieder Zukunft werden kann, durch diese Auftauprozesse. Also man merkt eben, dass das für Menschen, sagen wir mal, in Lemberg jetzt nicht furchtbar überraschend ist, weil auch wenn die überhaupt nicht aus der Region kommen, sondern irgendwo aus den Tiefen der Sowjetunion dahin gekommen sind, aber dass es für uns gut ist, diese Vergangenheiten zu verstehen, weil sie plötzlich auch die Zukunft bestimmen können in einem ganz ungeahnten Maße. Das ist mir, finde ich, insbesondere, also dieses Phänomen gibt es überall. Also was weiß ich was. Ich entsinne mich, wie ich als Schüler an einem Strand in Dänemark stand und da sagte jemand Tysker, Deutscher, und ich fragte mich, warum redet denn der so über mich? Und dann erzählten mir meine Eltern über die Besatzungsgeschichte Dänemarks und dass vermutlich das Tysker-Bild war, was da weitergegeben war. Aber dass es Räume gibt, der Balkan oder diese Zentraleuropa-Region, Baltikum, Ukraine, Weißrussland, in der in besonderer Weise Vergangenheit und vergangene Zukunft, gegenwärtige Zukunft werden kann. Das, finde ich, macht einen Historiker noch mal in anderer Weise wichtig, als jetzt, weiß ich nicht, irgendwie Leute hier aufklären, für die Fortschreibung des Grundgesetzes, wie hier das Grundgesetz entstanden ist oder so.
Ich würde Ihnen da eigentlich widersprechen. Auch da würden mir wahrscheinlich sehr viele VertreterInnen meiner Zunft wiederum widersprechen. Und Sie hätten auch bestimmt sehr, sehr gute Gründe dafür. Aber ich halte diese Beschreibung für ein bisschen zu schick. Ich glaube nicht, dass Vergangenheit in der Gegenwart wieder auftaucht und plötzlich zur Zukunft wird. Es sind Menschen, die das machen. Es sind immer Menschen, die Träger von Erinnerung sind. Nur weil etwas in der Vergangenheit passiert ist, wir das rekonstruieren können, wird es nicht von sich aus gewissermaßen urwüchsig aktiv in der Gegenwart. Das impliziert also das, was ich sagte, auch nicht. Also ich wollte nicht, also das wäre jetzt sozusagen eine sehr zugespitzte Vorstellung, dass ich in dem Kollektivsingular die Vergangenheit kann auch wieder zur Zukunft werden. Der Auffassung war, die handelt und nimmt jetzt an dem vierten hier nicht stehenden Stuhl Platz und spricht. Nein, das ist natürlich klar, also dass es immer Leute gibt, die das, Leute und Umstände, also Umstände gibt, die Leute in einer bestimmten Form privilegieren, weil sie zum Beispiel Chef des Rundfunks sind oder weil sie die politische Macht haben und so weiter und so fort. Also vielleicht sind wir uns da doch einiger, als es scheint. Jetzt ist meine Beobachtung, wir haben schon sehr, sehr lange diskutiert. Wie ist es denn? Möchten Sie ein Glas Wein trinken und bei uns mit Wein und Brezel ins Gespräch kommen? Das ist wahrscheinlich die bessere Art, als wenn wir jetzt noch viele Fragen stellen, wenn Sie nicht gar zu böse sind und Ihre Fragen bei Wein und Brezeln loswerden. Niemand protestiert mit großer Energie. Dann würde ich sagen, würde ich an beide noch eine Schlussfrage stellen und dann gibt es Wein und Brezeln. Und beginne Frau Bartels mit meiner Frage, das ist eine sehr persönliche Frage. Haben Sie im Blick auf die Ökonomie eher Sorgen oder haben Sie die Grundvorstellung, Sie haben ja vorhin das schöne Bild gezeichnet, da gibt es Regulationskräfte. Wenn das Pendel zu weit ausschlägt, dann gibt es Mechanismen. Das klingt so ein bisschen nach einem sehr getrosten Zukunftsblick. Habe ich Sie dabei richtig verstanden oder sagen Sie doch, da gibt es inhärente Tendenzen, Klimawandel und Ähnliches, die doch dieses Gleichgewicht aus Pendelausschlag und Beruhigung des Systems ins Ungleichgewicht bringen können? Ja, die Frage berührt eigentlich ja den Kern meines wissenschaftlichen Interesses auch für Geschichte. Weil Geschichte mich schon immer fasziniert hat zu lesen, dass die Dinge wiederkehren. Also dieses meine ganz persönliche Lesart von Geschichte bisher war, es war alles schon mal da. Und der Verfall der Sitten bei den Jugendlichen war schon mal da. Und der Klimawandel, wir hatten ja auch das Waldsterben in den 80er Jahren. Ich will den jetzt auf keinen Fall kleinreden, aber das, was ich von Geschichte bisher überblicke, was ich bisher gelesen habe, stimme ich doch optimistisch, dass Menschen Lösungen finden und dass wir viele motivierte Menschen in diesem Leben, in diesem Land und auf dieser Welt haben, die Lösungen finden, suchen und wieder neue Lösungen finden. Und ja, lassen Sie mich vielleicht so schließen, dass wir optimistisch sein können, dass wir schon wieder Lösungen finden werden für die Probleme, die sich uns stellen, auch in der Wissenschaft. Menschen von der Universität sitzen ja gelegentlich auch in Kneipen zusammen und ich entsinne mich an so Kneipengespräche der 2010er Jahre. Da saßen dann die in den 70er und 80er Jahren geformten deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammen und sagten, die Studenten sind heute so unpolitisch. Wir waren noch und da passiert gar nichts mehr. Nun, das wird man gewiss nicht mehr sagen können. Ich habe heute mit dem Aachener Rektor gesprochen, der sagte, mein Blick fällt auf ein Pro-Palästina-Camp, über Berlin muss man überhaupt nicht sprechen. Armin Laschet hat vor kurzem in einer Rede gesagt, in Weimar ist das ganz schnell gegangen, dass die Sache gekippt ist. Also man könnte ja jetzt sagen, da kommen verschiedene Phänomene aus der deutschen Geschichte am Horizont wieder,
die man die absolute Radikalisierung an den Universitäten mit schlimmsten Konsequenzen, die das Erstarken von autoritären Kräften. Deswegen auch an Sie die Frage, sagen Sie, nichts wiederholt sich und so schlimm kommt es nicht, oder gehören Sie doch zu den Besorgten, die sagen, da muss man sehr aufpassen, damit nicht morgen wieder, also in Berlin sagten Studierende, die die Humboldt-Universität besetzt hatten, wann war es, vor 2 Wochen, da wird morgen Blut fließen. Und sagten das, glaube ich, nicht unter der Überschrift, um Himmels Willen, da wird Blut fließen, wir müssen das deeskalieren, sondern unter der Überschrift, es ist gut, wenn gegen die Polizei mal richtig Blut fließt. Und da muss ich gestehen, ist mir doch bin ich sehr irritiert gewesen. Ich bin 68 auf die Grundschule gekommen und habe das so zu teilen, die Straßenschlachten und so, auch der Berliner Hausbesetzerszene mitbekommen und hatte bisher die vielleicht naive Vorstellung, dass das in einer offenen Gesellschaft sich so nicht wiederholen wird. Wie gucken Sie auf die Zukunft, von der, wie Sie immer wieder gesagt haben, sie ja nur heute beschrieben werden kann als die noch nicht eingetretene Zukunft? Puff. Das ist eine Frage, die kann ich nicht als Historiker beantworten. Mhm. Ja. Weil zum einen meine Expertise nicht auf dem angesprochenen Feld liegt. Also ich bin ein Laie, der seine Gegenwart beobachtet. Und das verführt einen, also mich in meiner persönlichen Reaktion zwangsläufig zu einer Mischung aus Pessimismus und Sarkasmus, mit dem man die Dinge dann wieder überspielt. Ich teile keine wirklich optimistische, oder ich würde einen Faden, einen Silberschein von Optimismus insofern einfügen, als man ja häufig die Erfahrung macht, dass die Dinge vielleicht ein bisschen schlimmer, weniger schlimm kommen, als man sich's vorher ausmalt. Aber das ist eine ganz laienhafte Einschätzung. Ich bin mir nicht sicher. Dann sind wir wieder bei der Frage bei den Datenmengen, wie viel man zusammentragen müsste, um irgendwie einen Ausweg zu sehen. Ich glaube, es kann so viel in Kippmomenten, und ich bin kein Fan des Begriffs Zeitenwende, mit dem Sie den Abend eingeleitet haben. Ich halte ihn für relativ sinnfrei, ehrlich gesagt. Aber es gibt Kippmomente, Kippfiguren, die eben gerade nicht absehbar sind. Und das kann einen dazu führen, das Schlimmste zu befürchten. Um mit Laschet zu sagen, es kann ganz schnell gehen, aber er glaubt ja auch, ein Nachfahre Karls des Großen zu sein, wie wir im Übrigen alle sind, wie wir aufgrund rein genealogischer Verzweigungen nachvollziehen können. Und das kann aber vielleicht auch ins Positive abkippen. Ich glaube, das ist gerade einerseits das Beängstigende und gleichzeitig das Schöne an der Zukunft, dass wir es eben nicht wissen. Und ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass wir es nicht wissen können. Ich hoffe ja immer, wenn in diesem Haus irgendetwas stattfindet als Hausherr, dass es nicht einfach nur die 150. Repetition von etwas ist, was anderswo auch stattfinden kann. Und heute ist meine Angst, die ich immer habe, vielleicht hat es doch repetitiven Charakter, in jedem Falle enttäuscht worden in dem Sinne, ich habe ganz viel gehört, was ich hier und anderswo noch nicht gehört habe. Und das hat mir Spaß gemacht und zeigt, warum es Geisteswissenschaft im Dialog gibt, weil nämlich bei Dialogen und Trialogen immer noch mal was anderes und Neues herauskommt, als wenn man selber nur Aufsätze verehrter Kollegen über Zukunft und Aufsätze über die Partikularie Marx'scher Beschreibungen lesen würde und hochgebildet ist. Nichts macht mehr Spaß, als solche Diskussionen vorzubereiten. Doch eines macht mehr Spaß, sie zu führen und reich belehrt, aber auch gut unterhalten davon zu gehen. Ich hoffe, dass das für Sie auch gilt. Die Reihe wird fortgesetzt. Nicht heute. Heute wird sie fortgesetzt mit was zu essen und zu trinken. Einen schönen Abend. Beehren Sie uns bald wieder. Und meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner von Herzen Dank für das außerordentlich anregende Gespräch. Danke.